der Jagd trainiert man ihn, dass er Geschicklichkeit kriegt, dass er Kraft und Ausdauer kriegt. Für ihn macht es ein Beutetier nach, das ja, vielleicht ein bisschen verletzt. So passiert, ja. Sie können sich ein bisschen warm fliegen. Ja, genau. Oh. Oh. Meins, das gewinnt immer her. Jetzt war es aber knapp an die Ohren vorbei, gell? Jetzt wird die erste Bank schon wechselt. Jetzt geht's schon los. Das wird der erste Rest. Auf seine Scheinbeute drauf, drückt der Falke jedes Mal ein bisschen eine Belohnung. Das ist ganz wichtig in der Falknerei. Und bleiben auch Wildtiere. Egal wie lang so ein Greifvogel bei uns ist, ob es ein Jahr ist, ob es 10 Jahre sind, wenn er wirklich einmal wegfliegen würde, dann geht er zurück in die freie Natur. Wenn er geschickt ist, dann geht er zurück als Jäger. Und wenn er ungeschickt ist, dann wird er halt Beute von den Größeren, von den Stärken. Also ist das routiniert oder hat er das jetzt, der hat nicht jetzt gefunden, da oben kommt er? Der kennt es. Ich hab's noch nicht nachgerechnet. Was ist der denn da jetzt? Küken, oder? Chicken Nuggets für drei Vögel. Im Sturzflug, ja, so 240, 250 schaffen Sachen. Guck mal, der Mann kommt auch mal hier rein. Passiert jeden zweiten Tag. Also, mich hat es heute gewundert, dass er drüber geflogen ist. Gott sei Dank passiert nichts. Liegt ja auch öfters in Leute rein? Schatzi, was möchtest du das sagen? Ja, entschuldige, ich habe Angst. Der auch. Deshalb fliegt der nicht rein. Das geht ausreichen. Also, da passiert im Normalfall gar nichts. Also, in 8 Jahren Flugvorführung. Das heißt, der fliegt von April bis Mitte August. Fliegt der täglich einmal, manchmal zweimal Flugvorführung. Und in dem ganzen Zeitraum hat er noch ein paar Dinge heute abzudecken. Das nennen wir Mantel. Und wie ein Mantel legt er sein Beutel.